Heute bauen wir diese vollautomatische AFK-Korallenfarm, die euch bis zu 7500 Korallen oder 120 Stacks Korallen pro Stunde bringt. Fangen wir direkt an. Aber wie immer natürlich zuallererst die Materialliste. Wir fangen damit an, uns ein Warm Ocean zu suchen. Das könnt ihr auf F3 sehen, wenn ihr dann hier auf der linken Seite bei Warm Ocean beim Biom schaut. Geht auch nochmal ein bisschen Areal hier ab, weil es kann auch mal sein, dass das irgendwo ganz knapp endet, wo ihr anfangt zu bauen. Aber so seht ihr hier zum Beispiel Desert, also gehen wir etwas mehr in die Mitte, damit wir auch immer im Biom sind. Dann nehmen wir uns ein Lilypad oder bauen uns vom Boden hoch und platzieren drei temporäre Blöcke, so, und können die unteren wieder entfernen. Von dem temporären Block gehen wir 6 Blöcke nach links und 6 Blöcke nach rechts raus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt hier oben noch einer hin und das gleiche auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als nächstes nehmen wir uns Powered Rails und platzieren die jeweils ganz außen und davor eine Detector Rail. Und dann gehen wir auf die andere Seite mit normalen Rails. So, dann hier wieder eine Detector Rail und hier eine Powered Rail. Dann gehen wir hier in die Mitte und bauen uns hier einmal für 2 temporäre Blöcke raus und einen runter, damit wir da dran kommen. Hier kommt nämlich jetzt ein Dropper drauf und da oben kommt ein Dispenser drauf. Jetzt gehen wir nochmal hier runter, machen daraus einen Baublock und dann gehen wir hier bis zu den Detector Rails raus und verbinden die beiden Linien hier einmal. So, das gleiche auf der anderen Seite. Und hier müssen wir jetzt einmal überall Redstone platzieren. Als nächstes gehen wir vor die Powered Rail und platzieren 4 Blöcke nach außen und das wiederholen wir für die ganze Reihe hier erstmal. Damit wir jetzt so eine Fläche haben. Und damit ihr die Farm nicht nur für euch baut, sondern auch am besten direkt für euch und eure Freunde, baut ihr sie am besten direkt auf einem Server. Und da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel, G-Portal. Bei G-Portal könnt ihr euch günstige Minecraft-Server mieten, die dazu auch noch eine sehr, sehr gute Performance haben. Ich habe selbst auch alle meine Server bei G-Portal und hatte bisher auch noch nie Probleme mit Abstürzen oder sonstigem. Auch Mods lassen sich in nur wenigen Sekunden installieren. Mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Server und unterstützt mich gleichzeitig auch. Aber jetzt weiter mit dem Video. Als nächstes bauen wir eine Wand, die 3 Blöcke hoch ist, fangen hier an. Und hier gehen wir aber nicht auf den Block, sondern auf den Block. Jetzt nehmen wir uns noch Stufen und spawnproofen hier alles. So, und dann nehmen wir uns nochmal die Stufen, gehen hier einen Block raus und platzieren hier eine Top Slab und ziehen die bis zum Ende durch. Dann nehmen wir uns noch Schilde, fangen hier an zu platzieren und platzieren die bis zum Ende durch. Dann platzieren wir hier einen temporären Block und ziehen hier eine Reihe Glas. So, dann gehen wir auf die Seite zurück, platzieren hier eine Doppelkiste und hier einen Hopper, der in die Kiste leitet. Wichtig ist jetzt, dass alle Hopper vorne in die Kiste leiten. Könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr einfach dann ein Item nehmt und das da reinschmeißt und dann sollte es jede Sekunde hier ankommen. Und da ist es angekommen. Jetzt können wir uns noch einen Block nehmen und eine Slab und die beiden Seiten jeweils zumachen. Jetzt nehmen wir uns temporäre Blöcke und platzieren die auf der zweiten Reihe hier, einmal auf der kompletten Fläche. Und dann nehmen wir uns Wasser und platzieren hier in der hinteren Reihe überall Wasser. Danach können wir auch direkt die temporären Blöcke wieder alle entfernen. Als nächstes gehen wir hier auf die Außenseite, fangen hier an, einen kleinen Rahmen um die Farm zu ziehen. Und dann gehen wir in die Farm rein, ins Wasser nochmal und entfernen sozusagen die komplette Reihe an Blöcken hier. So, jetzt müssen wir da unten noch einmal einen weiteren Block platzieren, auf der Reihe, damit das Wasser hier nicht mehr rausfließt.
So, jetzt ist alles dicht. Hier können wir jetzt auch noch jeweils einen Block platzieren mit einer Slab. Jetzt brauchen wir nochmal Wasser und müssen hier überall Water Source Blöcke draus machen. Also einfach überall an der Wand, hinteren Wand hier unten Wasser platzieren. Das gleiche müssen wir auch nochmal für die Ebene hier machen. Also einfach überall hier an der Wand einmal Wasser platzieren. So, nicht auf der Ebene, da lassen wir das. Das ist jetzt einfach dafür da, dass die Items dann in den Hoppern landen. Als nächstes gehen wir wieder hier hin und hinter den Rails machen wir nochmal eine 2-Block-breite Plattform hin. Außer hinterm temporären Block, da lassen wir frei. Jetzt entfernen wir den Block vom Anfang hier und lassen Hopper in den Dropper leiten, über die ganze Reihe hier. Und die Rail müssen wir natürlich ersetzen oder die einfach wieder aufsammeln. Hier können wir dann eine Doppelkiste auf dem Hopper platzieren. So. Und die Kiste können wir jetzt mit Knochenmehl füllen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr so viel Knochenmehl bekommen könnt, dann verlinke ich euch ein Tutorial in der Videobeschreibung zu einer Farm, die euch sehr viel Knochenmehl produziert. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Dispenser hier und legen da ein Stack Knochenmehl rein. Jetzt platzieren wir hier noch ein Minecart und die Farm ist eigentlich bereit. Jetzt brauchen wir aber noch Werkzeuge und zwar entweder, wenn wir Seegras abbauen wollen, brauchen wir eine Shear mit Silk Touch, Efficiency 5, Unbreaking 3 und Mending. Das Wichtige ist hier halt Silk Touch, ansonsten zerstören wir es einfach nur. Die anderen Sachen sind natürlich nur für die Haltbarkeit. Für die Korallen brauchen wir eine Spitzhacke auch mit Silk Touch und die anderen Sachen sind wieder für die Haltbarkeit. Also Silk Touch ist sehr, sehr wichtig bei dem Abbauen von den Korallen. So, um die Farm jetzt zu starten, gehen wir hier einmal auf die Plattform und in Survival-Modus. Dann setzen wir uns hier in das Minecart rein, aim ungefähr auf diese schwarze Linie da und halten linke Maustaste gedrückt, drücken dann F3 und T, lassen die Maustaste los und dann drückt ihr einfach den Link oder fahrt ihr einfach nach rechts oder links mit den Pfeiltasten oder mit den normalen Bewegentasten auf der Tastatur. Und jetzt seht ihr schon, geht es los und ihr baut sie automatisch ab und ihr könnt AFK gehen. Solange natürlich wir Bone Meal habt. Ich mache das jetzt einfach mal 5 Minuten, würde ich sagen, und dann zeige ich euch mal, was wir bisher rausbekommen haben. So, 5 Minuten sind etwa um. Über die Sachen, die, die da überall wachsen, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir gehen jetzt mal hier raus. Dann gucken wir mal hier in die Kiste und ihr seht, wir haben jetzt innerhalb von 5 Minuten waren es ungefähr schon 1, 2, 3, ja, knapp 10, ja, fast ganze Stacks Korallen bekommen. Also super, super effizient die Farm, kann ich nicht anders sagen. Egal was ihr für Korallen braucht, bekommt ihr alle raus. Und ja, da kann man sich, denke ich mal, nicht beklagen. 10 Stacks Korallen in 5 Minuten, das wären knapp 120 pro Stunde oder 7500 Korallen pro Stunde, die ihr hier AFK seid. Und an Knochenmehl haben wir auch noch nicht so viel verbraucht und warum auch immer hier noch ein paar Korallen drin gelandet sind. Gut, aber das sollte auch kein Problem sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!